Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich will zwei Vorbemerkungen machen. Die erste Vorbemerkung, und Herr Müller, die ist mir wichtig, weil Sie hier in diesem Zusammenhang von Unredlichkeit gesprochen haben und weil Sie in einem anderen Zusammenhang davon gesprochen haben, wir hatten als Koalitionsfraktion oder Sie hatten als Koalitionsfraktion nicht die Möglichkeit, sich mit etwaigen Änderungsanträgen der Opposition auseinanderzusetzen. Dieser Prozess, Sie haben den Zeitraum benannt, läuft ja inzwischen über viele, viele Monate. Und ich selber weiß nicht, wie oft ich in den Debatten ausgeführt habe, dass wir, und ich habe die Fraktion der Linken übrigens genauso verstanden, durchaus nicht negieren, dass es in diesem Bereich einen Reformbedarf gibt. Ich erinnere mich gut daran, dass in den vielen Gesprächen mit der Volksinitiative, die wir geführt haben, auch ausgeführt wird, dass dort gesehen wird, dass durchaus ein Reformbedarf gegeben sein könnte. Und ich habe in diesem Zusammenhang immer wieder ausgeführt, dass wir auch als Oppositionsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und ich glaube, die Linken haben das auch ausdrücklich ausgeführt, sehr wohl bereit sind, an einer möglichen Reform mitzuwirken. Und ich habe diese Bereitschaft auch gehört bis hin zu Interessenvertretungen bis zum Richterbund. Der zentrale kritische Punkt, also werfen Sie uns an dieser Stelle nicht vor, dass wir quasi blind und mit Scheuklappen vorbei am Regierungsentwurf gesagt haben, uns interessiert nicht, alles das, was von der Regierung ist, ist schlecht und die marschieren hier durch, sondern wir haben mehrfach im Verfahren versucht zu signalisieren und das hätten wir auch umgesetzt, lass uns gemeinsam an einen Tisch und auf einer soliden Grundlage, ein Gutachten wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn es was anderes gewesen wäre als Kienbaum aus Anfang der 90er Jahre, etwa auf Grundlage eines Gutachtens darüber nachzudenken, wie gestalten wir die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Jahren und nächsten Jahrzehnten. Und das ist, wenn ich mich auf das Bild beziehe, was Frau Kuder gewandt hat, Frau Kuder, die mögliche Wand, die aber vielleicht auch eine imaginäre sein kann, vor der wir gerne stehen geblieben wären, um gemeinsam zu gucken, was kann man in diesem Zusammenhang tun. Das, was jetzt rausgekommen ist, ist Regierungshandeln ohne diese seriösen Grundlagen. Und genau das werfen wir Ihnen vor und genau an dieser Stelle machen wir nicht mit. Und lassen Sie mich eine zweite Vorbemerkung machen, weil es gab ja vorhin auch beim Beitrag des Kollegen Holter heftige Reaktionen aus Reihen der CDU und der SPD-Fraktion. Wenn ich die letzten Monate mal Revue passieren lasse, dann nehme ich einfach zur Kenntnis, dass offensichtlich dieser Gesetzentwurf auch in Reihen der SPD- und CDU-Fraktion zumindest nicht umstritten war. Wenn ich die Beiträge von einzelnen Landtagsabgeordneten aus der CDU beispielsweise Revue passieren lasse in öffentlichen Veranstaltungen, dann habe ich durchaus zur Kenntnis genommen, dass es eine profunde Kritik am jetzigen Gesetzentwurf gab, bis hin zu Äußerungen, ich werde mir gut überlegen, ob ich dem zustimme oder ob ich das nicht tue. Und das ist alles als eine einheitliche Auffassung, die aus der Überzeugung genährt wird, dieser Gesetzesentwurf ist der Stein des Weisen, um die Bedarfe der Justiz in den nächsten Jahren tatsächlich in befriedigender Form zu lösen und zu regeln. Und wenn ich mir gleichzeitig den breiten Widerstand, Herr Müller, den interessengeleiteten Widerstand, und zwar gerechtfertigterweise interessengeleiteten Widerstand, von Kommunen, von Kreistagen, mit ich weiß nicht wie viel Appellen und Erklärungen, die aus meiner Kenntnis heraus mit großer Einvernehmlichkeit zustande gekommen sind. Wenn ich mir das anschaue, dann stelle ich schlicht und ergreifend fest, da gab es eine Menge Interessen, da gab es aber auch eine Menge Argumente. Und so wie der Gesetzentwurf jetzt ist, stelle ich auch fest, die Regierungsfraktionen haben sich damit nicht in hinreichender Art und Weise auseinandergesetzt. Sondern das, Herr Dr. Niseri, wovor wir stehen, ist eine Reform ohne Not. Ich habe das mehrfach in Veranstaltungen so beschrieben, in dessen Rahmen, und ich fand es schon interessant, Herr Müller, dass Sie über Standorte gesprochen haben, von 21, ich rede über Amtsgerichte, von 21, eine Reduzierung von 21 Amtsgerichten auf 11 erfolgt, plus
5 Zweigstellen, und zwar in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Ob das ein Kahlschlag ist, Herr Dr. Nisere, die Beurteilung, die dürfen Sie mir überlassen. Dass Sie der nicht folgen, überrascht mich nun in der Tat überhaupt nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, Reform ohne Not. Warum? Warum Reform ohne Not? Dazu will ich noch mal die zentralen Ziele der Landesregierung bei diesem Reformvorhaben benennen. Sie wollten damit vor allem, und jetzt beziehe ich mich auf das, was die Landesregierung vorgetragen hat, vor allem der prognostizierten demografischen Entwicklung begegnen. Sie wollten für mehr Qualität in der Rechtsprechung sorgen. Sie wollten effiziente Personalstrukturen schaffen und eine bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung gewährleisten. Vielen Dank, dass ich das offensichtlich richtig Ihren Vorstellungen entnommen habe. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Wahrnehmung ist, wir haben derzeit effiziente Gerichte. Wir müssen uns nicht um die Qualität der Rechtsprechung Sorgen machen. Die Personalstrukturen sind effizient und die Gerichte, vor allem auch die kleinen Gerichte, vor allem, Herr Kurkert, auch die kleinen Gerichte arbeiten effizient. Und ich werde Ihnen gleich eine ganze Reihe von Zahlen vortragen, wo Sie, wenn Sie der Position folgen, die Sie ja gerade als Zwischenruf formuliert haben, die Behauptung aufstellen müssten, der Großteil der Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland wären allein schon deshalb nicht effizient, weil sie mit zu wenig Richterstellen ausgestattet wären und zu klein wären. Das ist schlicht und ergreifend eine Mehr, die nicht haltbar ist. Die demografische Entwicklung, sehr geehrte Damen und Herren, und auch das ist uns vorgeworfen worden, dass wir die quasi negieren, die ist mitnichten einfach quantitativ auf die Gerichtsstruktur herunterzubrechen, sondern sie bedarf auch einer qualitativen Betrachtung. Und da bin ich durchaus bei Ihnen, Herr Müller, bei der Frage, wie ist das denn mit dem Fallaufkommen? Und gucken wir uns das an. Aber nicht nur quantitativ, sondern gucken wir uns das auch qualitativ an. Und genau dazu hätte es einer seriösen Grundlage bedurft, auf deren Ebene man dann Entscheidungen für eine etwaige Reform in den nächsten Jahren hätte machen können. Kienbaum 1994 hilft Ihnen da doch überhaupt nicht weiter. Das ist doch veraltet, das ist überhaupt nicht mehr seriös, meine Damen und Herren. Kurzum, Sie brechen ohne Not in ein funktionierendes, in ein effektives System ein und ziehen diese Reform gegen erheblichen Widerstand, auch aus Ihren eigenen Reihen, meiner Ansicht nach, gegen wieder besseren Wissens durch. All dies ist in den umfassenden Beratungen des Rechtsausschusses und vor allem in den Anhörungen deutlich geworden. Ehrlich gesagt, in den 2 Jahren Landtag, die ich jetzt erleben durfte, ist mir noch kein Gesetzesvorhaben der Landesregierung untergekommen, was dann in den Anhörungen derartig auseinandergenommen worden ist wie diese Reform. Und dies zu Recht, meine Damen und Herren. Aber es ist auch vor allem in der Anhörung der Bürgermeister, der interessengeleiteten Anhörung der Bürgermeister, wie ich gerade gelernt habe, deutlich geworden, dass die Folgen dieser sogenannten Reform viel umfassender sind und sich nicht nur auf rechtliche Bezüge reduzieren lassen. Dass die Demokratie, Herr Dr. Nisere, bricht mitnichten zusammen. Der Rückzug des Staats aus der Fläche erfolgt auch nicht objektiv, aber ich sage Ihnen gleichzeitig, nehmen Sie einfach zur Kenntnis und nehmen Sie ernst, dass die Menschen, die insbesondere in den ländlichen Räumen und in denen von besonders sozialen Problemen geprägten ländlichen Räumen leben, dass sie gefühlt genau diese Wahrnehmung haben. Die hatten sie nach einer Kreisstrukturreform und die haben sie auch nach einer Gerichtsstrukturreform. Und wenn Sie das schlicht und ergreifend negieren, dann nehmen Sie die Sorgen dieser Menschen nicht ernst, sehr geehrte Damen und Herren. Das Signal dieser sogenannten Reform ist vor allem für viele Menschen im ländlichen Raum frustrierend, und zwar gefühlt frustrierend. Denn die Schließung des Amtsgerichts vor Ort oder dessen Degradierung ist ein weiterer Mosaikstein, mehr ist es nicht, es passt aber ins Bild, ein weiterer Mosaikstein in einer Gesamtwahrnehmung vieler, die man als Rückzug des Staats aus der Fläche bezeichnen kann. Die Gesamtwahrnehmung und nicht die Tatsache. Viele Menschen im ländlichen Raum nehmen bereits die Folgen der Kreisgebietsreform als Rückzug der Politik aus dem ländlichen Raum wahr. Auch dies ist ernst zu nehmen. Ehrenamtliche Kreistagsmitglieder sind inzwischen für Entscheidungen in Regionen verantwortlich, die ihren Ausmaßen größer sind als in kleinen Bundesländern. Beziehen wir das mal auf die sogenannte Gerichtsstrukturreform, lässt sich sehr gut an einigen Zahlen veranschaulichen, in welchen Dimensionen wir inzwischen agieren. Schauen wir uns einmal
schauen wir uns zunächst einmal die Größe der Amtsgerichtsbezirke an, da diese auch etwas über Distanzen aussagen, die Bürgerinnen und Bürger zukünftig bewältigen müssen. Und da rede ich nicht mal eben über die Stunde oder über anderthalb Stunden, sondern über andere Dimensionen. Im Bundesdurchschnitt sind Amtsgerichtsbezirke 540 Quadratkilometer groß. Schaut man sich die Verteilung genauer an, ergibt sich Folgendes. 58% der bundesweit 661 Amtsgerichtsbezirke sind kleiner als 500 Quadratkilometer. Und 88%, fast 9/10 der Amtsgerichtsbezirke sind kleiner als 1000 Quadratkilometer. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Amtsgerichte Status quo derzeit vor der Reform durchschnittlich bereits 1100 Quadratkilometer groß. Nach der Gerichtsstrukturreform werden sie durchschnittlich knapp 2000 Quadratkilometer groß sein. Die genaue Zahl ist 1932. Dies, sehr geehrte Damen und Herren, sind Größenordnungen, die selbstverständlich Folgen für die Menschen vor Ort haben. In dem Zusammenhang noch von Bürgerfreundlichkeit zu reden und eine bürgerfreundliche Ausgestaltung der Reform, Herr Niseri, selbst ich fahre nicht mit der Postkutsche, ich fahre meist mit dem Fahrrad. Ich erreiche mein Amtsgericht, ich lebe in einem städtischen Raum, in Stralsund, wie Sie ja möglicherweise. Ja, genau, weil wir da die entsprechenden Rückmeldungen haben, Herr Kurkert, und nach meiner Kenntnis haben Sie die auch. Ich habe zwei solche Aktenordner mit Stellungnahmen, auch von CDU-Bürgermeistern beispielsweise, die genau dies anmerken. Also in diesem Zusammenhang, sehr geehrte Damen und Herren, von Bürgerfreundlichkeit zu reden und eine bürgerfreundliche Ausgestaltung der Reform war eines Ihrer zentralen Anliegen, ich habe das vorhin gesagt, verdreht die Tatsachen und trägt den tatsächlichen Folgen der Reform in keinster Weise Rechnung. Wir haben die Bedenken der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sehr ernst genommen und die unisono erklärt haben, ist übrigens eine interessante Frage, wie man mit interessengeleiteten Stellungnahmen in Anhörung umgehen möchte. Wir nehmen die ernst und wir wägen die ab. Die Folge der Anhörungen, der drei Anhörungstage von Seiten der Koalitionsfraktionen war, dass nichts, aber gar nichts am Gesetzesvorhaben verändert worden ist. Ist auch eine Tatsache, Herr Müller. Die Bürgermeister, die unisono erklärt haben, dass Anfahrtswege zu den Amtsgerichten zum Teil massiv verlängert werden. Künftig seien die zuständigen Amtsgerichte, und das finde ich in der Tat einen interessanten Vortrag, der auch erfolgte, aus einer Reihe von Gemeinden mit öffentlichem Personalverkehr nicht oder nicht mehr innerhalb eines Tages, da reden wir nicht über Stunden, innerhalb eines Tages erreichbar. Das treffe vor allem finanzschwache Bevölkerungsgruppen und sie wiesen sehr glaubhaft darauf hin, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck hätten, ihre Bedürfnisse würden nicht hinreichend wahrgenommen. Ich finde, das waren überaus ernstzunehmende Vorträge. Bürgerfreundlicher für die Gerichtsstrukturreform wird die Gerichtsstrukturreform auch nicht dadurch, dass 6 der 11 Amtsgerichte, die aufgehoben werden sollen, in Zweigstellen umgewandelt werden. Es ist nicht schwer zu prognostizieren, und das will ich belegen, weil dazu sind ja nicht unerhebliche Vorträge von Frau Kuder und auch von Herrn Müller erfolgt. Es ist nicht schwer zu prognostizieren, dass auch aufgrund der Schaffung von Zweigstellen Entwicklungen eintreten werden, auf denen die Direktorin, nicht unsere Position, sondern die aus der Anhörung heraus, die Direktorin des Amtsgerichts Neubrandenburg in einer der Anhörungen des Europa- und Rechtsausschusses hinwies. Zitat: Dürfen in der Zweigstelle aber nur Teilzuständigkeiten in ihrem Zuständigkeitsbereich wahrgenommen werden, wird das Defizit an Bürgernähe, das sich aus dem großen Einzugsbereich ergibt, eben auch nur insoweit kompensiert, Dem Ziel, Entfernung von mehr als 50 Kilometern und Fahrzeiten oberhalb einer Stunde zu vermeiden, wird somit nicht ausreichend Rechnung getragen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte in Erinnerung rufen, dass bei diesen Zweigstellen sollen Rechtsantragsstellen eingerichtet werden. Doch die Rechtspfleger in diesen Rechtsantragsstellen werden den Bürgerinnen und den Bürgern, die dort einen Antrag stellen, wollen sagen, auch das ist eine Erkenntnis aus der Anhörung, tut uns leid, die Verfahrensakten lagern in der Hauptstelle. Ohne die macht eine Antragstellung keinen Sinn. Am besten, sie fahren zur Hauptstelle. Und wenn wir uns jetzt mal die Distanzen angucken, von den Hauptstellen zu den zukünftigen Nebenstellen, Grevesmühlen, Wismar 21 Kilometer, Parchim, Ludwigslos 29 Kilometer, Bergen auf Rügen, Stralsund 30 Kilometer, Neustrelitz, Waren 45 Kilometer, Anklam-Pasewalk 47 Kilometer oder Demmin Richtung Neubrandenburg 48 Kilometer. Das mache ich dann mal eben als Bürger oder Bürgerin, wenn ich nicht die entsprechenden Auskünfte bekomme.
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Prognose zu der Frage der Perspektive der Zweigstellen ist eine andere als die, die von Seiten der Regierungsfraktionen vorgetragen wurde. Es wird Sie nicht überraschen, denn die Serie tut Sie auch nicht überraschen. Ich will es trotzdem vortragen dürfen. Es wird nicht lange dauern, dann wird die Effizienz der Zweigstellen hinterfragt. Vielleicht erleben wir das in diesem Landtag noch, die so, wie sie zugeschnitten sind, gar nicht effizient arbeiten können. Auch eine Erkenntnis aus der Anhörung. Ich habe ja gerade dazu schon exemplarisch ausgeführt. Und selbstverständlich wird der Landtag dann, sollten diese Mehrheitsverhältnisse weitergegeben sein, die Schlussfolgerung ziehen, ineffiziente Zweigstellen zu schließen. Wir werden uns darüber zu unterhalten haben, fürchte ich. Ich fand absolut nachvollziehbar, was der Präsident des Landgerichts Neubrandenburg in der Anhörung des Europa- und Rechtsausschusses dazu ausführte, wieder Zitat. Die Bildung von Zweigstellen ist die Abschaffung des Standorts auf Raten. In einer langfristigen Perspektive haben Zweigstellen keine Überlebenschance, weil diese mit vermeidbarem Verwaltungsaufwand, vermeidbaren Reibungsverlusten und einem Nachlassen von Leistungsfähigkeit und Willen der in der Zweigstelle tätigen Mitarbeiter verbunden sind. Diese fühlen sich abgehängt. Die Behördenleitung ist weit weg, es sinkt die Kontrolldichte und der persönliche Kontakt, die Identifikation mit der Aufgabe und das, was man neudeutsch Corporate Identity nennt, lässt nach. Auch eine, wie ich finde, Herr Kokert, überaus interessante und richtige Feststellung, die nicht berücksichtigt worden ist. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf zwei Aspekte eingehen, die mich im Zuge der Auseinandersetzung und Diskussion um diese Reform richtig geärgert haben. Der erste Punkt ist, ich finde es wirklich zutiefst bedauerlich, ich wiederhole das an dieser Stelle nochmal, dass die Regierungsfraktionen die Chance verpasst haben, die Oppositionsfraktionen trotz mehrerer Angebote tatsächlich einzubinden und auf einer fundierten Grundlage ein Reformvorhaben mit der entsprechenden Zeit, wir hätten es gehabt, sehr geehrte Damen und Herren, diese Zeit gehabt, untersucht hätte. Unsere Mitarbeit diesbezüglich wäre ernst gemeint. Und der zweite Punkt, der mich wirklich nicht fassungslos gemacht hat, aber wo ich schon damit zu tun hatte, lieber Vincent Kokert, das ist mir wichtig, da würde ich mal bitten zuzuhören, der, wie ich finde, einen Bärendienst an einer demokratischen Grundstruktur oder einem demokratischen Selbstverständnis war. Wenn Sie das Kreuz gehabt hätten, seinerzeit bei der Volksinitiative zu sagen, die Ausrichtung passt uns nicht, dann hätte ich das verstanden. Dass Sie aber versuchen, hinten herum über einen Entschließungsantrag, der den Inhalt und die Ausrichtung der Volksinitiative völlig konterkariert, den Versuch machen, diese Volksinitiative zu vereinnahmen und sich da aus der Deckung zu stehlen, das halte ich für demokratisch unzulässig, unredlich und kann ich auch bis heute nicht nachvollziehen. Sie hatten noch eine klare Position, dann zeigen Sie doch Kante und sagen, die Volksinitiative passt uns nicht. Seinerzeit haben Sie eine Menge Porzellan zerbrochen bei immerhin mehr als 35.000 Menschen, die das seinerzeit unterzeichnet haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.